Üblicherweise gibt es eine Rubrik innerhalb der Vorlage von Patientenverfügungen, wo man eintragen kann, ob man als Organspender fungieren will, wenn dieser Fall zutrifft, was allerdings ausgesprochen selten der Fall ist. Nein, denn es ist immer das vorrangig, was in der Patientenverfügung für meinen eigenen Willen, für meine eigene Behandlungssituation ausgesagt wird. Die Organspendebereitschaft kann man sehr detailliert erklären, was die Organe betrifft. Also ich kann genau festlegen, welche Organe ich spenden möchte und kann auch genau festlegen, welche Organe ich nicht spenden möchte. Was nicht geht und auch immer häufig nachgefragt wird, ist, ob man den Adressatenkreis festlegen kann. Also ich kann nicht etwa sagen, ich möchte nur an Junge spenden oder ich möchte nur an Weißhäutige spenden oder ich möchte nur an nicht Vorbestrafte spenden. Sowas geht nicht. Also die Spende ist immer ein altruistischer Akt, der nicht zielgerichtet ist auf einen exklusiven Personenkreis. Aber ich kann sehr wohl festlegen, was meine Organe betrifft, was ich spenden möchte und was nicht. Ja, also ein Organspendeausweis reicht immer und der gilt auch unabhängig von der Frage, ob man eine Patientenverfügung hat oder nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge.